Und was ist deine zweite Sprache? Roma. Ich habe gesagt, meine Mutter ist geboren in Polen. Ich rede mit meiner Mutter Türkisch, mit meinem Bruder Deutsch. Mein Vater redet auch Türkisch. Meine Stadt ist in der Türkei Bolu. Es ist schwierig, beide Sprachen jeden Tag so zu wechseln und es ist einfach für mich. Ja, eigentlich ist einfach. Ich habe gerade Arabisch gesprochen. Das ist meine Sprache. Und ich freue mich, dass ich Arabisch bin. Ich kann Arabisch, weil meine Eltern aus Arabien sind. Mein Opa, meine Oma, meine andere Opa, meine andere Oma leben in der Türkei. Da bin ich halt auch, kann ich auch ein bisschen Türkisch. Zu Hause rede ich Afghanisch. Meine Eltern kommen aus Afghanistan, aber ich bin hier geboren und meine Geschwister auch. Ich habe gerade Kurdisch geredet und mein Vater kommt aus Irak, meine Mutter kommt aus Syrien und deshalb kann ich Kurdisch. Und zu Hause, welche Sprache spricht ihr alle zusammen? Manchmal Kurdisch, manchmal Deutsch. Ich spreche zu Hause oft Englisch, ich spreche Deutsch und aus Großbritannien, ich komme aus der Stadt Reading. Mein Vater kommt originell aus Wales und meine Großeltern sind jetzt nach Frankreich gezogen, also haben wir jetzt auch Welsh und Französisch in der Familie. Kannst du ein bisschen auf Französisch etwas sagen? Plattdeutsch haben wir auch, aber das kann ich nicht.